Moin Mario hier, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und weiter geht's wieder mit der Prinz Eugen. Und zwar mit Ausgabe 110. In Ausgabe 10 bekommen wir eine Ätzteilplatte. Und mal gucken, was wir verbauen. So, verbauen werden wir Teile aus einer vorherigen Ausgabe, nämlich aus Ausgabe 107. Und zwar wird der zweite Bordkran angefangen. Ich habe das Teil schon mal fertig gebaut. Nicht, dass ihr denkt, ach, das hat er ja schon bei Ausgabe 106 gemacht. Nein, hat er nicht. Hier ist das Teil aus Ausgabe 106. Also wenn ihr noch mal gucken wollt, wie das Teil zusammengebaut wird, das kann man dann in Ausgabe 106 sehen. Das heißt, dass die Ausgabe 110 quasi fertig ist. Das lässt mich dazu kommen, und zwar zur Ausgabe 111. So, dann gucken wir da mal rein, was wir da machen. In Ausgabe 111 werden geliefert. Strukturteile für den Gefechtsmast, das ist dann diese Lasercut-Platte. Dann die Davits für die Beiboote. Das sind Metallspritzgussteile. Große Poller. Ja, große ist gut. Das sollen wohl diese kleinen Messingteile hier sein, die hier drin umherfliegen. Und Rettungsflöße, die wir ja schon in einer vorherigen Ausgabe auch schon mal gemacht haben. Die werden dann rot angemalt und mit weißem Garn umwickelt. So, einmal raufschreiben, dass das Ausgabe 111 ist, weil in Ausgabe 111 werden die Teile auch nicht verbaut. Und zwar wird der zweite Bordkran komplettiert, das heißt, der Kranarm wird gebaut, der Ausleger quasi und die Flasche mit dem Haken. So, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Und hier ist der Kran. Das war dann im Video Ausgabe 107 und 108, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist natürlich auch nicht der aus der Ausgabe, sondern der ist hier. Und wie man erkennen kann, weil ja einer Backbord und einer Steuerbord hinkommt, meines Wissens nach, kann man hier sehen, dass die Aufgänge hier, die Niedergänge, die Treppen, Quatsch, die Treppen, die Leitern, die Steigleitern, dass die auch jeweils auf einer anderen Seite angebaut ist. So, wie gesagt, das ist dann auch die Ausgabe 111 ist dann somit fertig. Hier kann man ja nochmal sehen, hier, dass der Kranarm in dieser Ausgabe gefertigt wurde. Das kommt jetzt dann, lustigerweise kommen wir dann jetzt nun zur Ausgabe 112. Das ist diese hier. Achso, wenn ihr dann nochmal sehen wollt, wie der Kranarm gebaut wird, da kann man dann nochmal zurückgreifen auf die Ausgabe 107, das Video. Da kann man das dann nochmal sehen. Das von der Sache her ist das ja alles das Gleiche. So, nun haben wir Ausgabe 112. Wieder haben wir eine Messing-Ätzteilplatte. Aber da könnt ihr beruhigt sein, was in dieser Ausgabe gebaut wird, das habe ich noch nicht fertig. Und zwar brauchen wir die Messing-Ätzteilplatte aus Ausgabe 109.
Das ist diese hier. Und zwar wird als erstes hier dieses Teil gleich rausgenommen und aus der Lasercut-Platte aus Ausgabe 99 brauchen wir dann dieses Teil und diese beiden werden dann zusammengefügt. Und dann geht es noch weiter mit dem Bauteil aus der letzten Ausgabe, aus dem Video Ausgabe 108-109. Da werden die Teile dann drauf aufgebaut und dann kommen nachher noch diverse Ätzteile ringsrum um diesen, das ist der Kommandostamm. Da kommen dann noch hier die Ätzteile drumherum und dann so wird der Kommandostand dann fast fertig gebaut. Das machen wir dann also jetzt. Nachdem das Messingteil dann aufgeklebt wurde, wird das Ganze hier auf den Kommandostand hier aufgeklebt. Das mache ich jetzt nicht mit Sekundenkleber, sondern mit Holzleim. Und der nächste Schritt ist dann, dieses Decksteil auszuschneiden und die ersten Wandteile auszuschneiden. Die habe ich schon mal rausgetrennt. Ich mache dann immer, bevor ich die Teile anklebe, hier hinten kann man das vielleicht ein bisschen sehen, schleife ich die Ätzteile von der Rückseite, von der Klebeseite immer mit feinem Sandpapier einmal an. So wie gesagt, jetzt wird das Teil dann rausgetrennt und nachdem der Kleber hier abgebunden hat,
wird dann dieses Decksteil auf den Kommandostand aufgeklebt. So, nachdem das Deck nun alles aufgeklebt ist, und zwar Teil A und Teil B, gehen wir dann weiter im Alphabet. Dann wird hier hinten die Wand angebaut und dann geht es in diese Richtung hier weiter. Und zwar hier mit Teil C, D, E, F, G. Ja, auch bei diesem Bausatz kann man wieder das Alphabet sich in Erinnerung rufen. Also das heißt, hier diese ganze Partie wird jetzt angeklebt. Mit dem Ankleben der Ätzteile bis Buchstabe L haben wir das Alphabet strapaziert. Ist der Kommandostand jetzt erstmal soweit fertig, was diese Ausgabe angeht. In der nächsten Ausgabe wird er, glaube ich, weiter komplettiert. Hier ist der Punkt, wo der Kommandostand nachher später seine endgültige Position bekommt. Und ja, wie gesagt, Ausgabe 112 ist somit fertig. Diese Videoausgabe umfasst dann quasi drei Ausgaben, wobei die bei dem Kran ja gar nicht zu sehen war, wie ich das gemacht habe, aber dazu hatte ich ja schon alles gesagt. Also wie gesagt, ich habe hier schon mal einigermaßen wieder die Teile rausgeholt, die hier so ungefähr hingehören an den Aufbauten. Wie ihr seht, die Prinz Eugen wächst und wächst. Und ja, es sind ja auch quasi nur noch, jetzt muss ich mal einmal kurz rechnen, 28 Ausgaben, bis sie dann irgendwann mal fertig ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und die Hauptsache ist, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kickt mal wieder in.